Bereits kurz vor bzw. während des Aufkommens dieser ersten Inseratenaffäre im Dezember hat die Vorarlberger Landesregierung angekündigt, dass man transparentes Parteienfinanzierungsgesetz will. Wäre das etwas, was wir in allen Bundesländern brauchen? Ja, sicher wäre das etwas, was wir in allen Bundesländern brauchen. Und die Problematik ist ja immer da. Ich meine, bei den Oppositionsparteien werden sie da nicht mehr recht viel finden, sondern da wird man natürlich auf die federführenden Parteien in den Bundesländern auch schauen müssen. Denn die benutzen ja nicht nur ein Vereinsnetzwerk rund um die Parteien, sondern die benutzen ja die ganzen Länder und natürlich auch den Bund mit, um aus jeder Ecke irgendwie Geld für die Partei zu generieren. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, wo man wirklich auf Augenhöhe auch entsprechende Verhandlungen führen muss. Und die sind natürlich dringend nötig, um dieser Unkultur ein Ende zu bereiten.